Habe was vergessen zu erzählen. Ich muss nochmal mit 11% Akku das Video weitermachen. Und zwar, wenn ihr dann rum seid, das ist dann schon die zweite Runde von 14, die wir einfach nur rechts stricken, weil wir die Ärmel verbinden müssen. Also, wir stricken 14 Runden hoch. Davon ist dies jetzt schon die zweite Runde. Wir machen jetzt nochmal, was ich euch gerade erklärt habe. Diese beiden hier zusammenstricken. Dann habe ich es euch doch nochmal gezeigt mit der gegenüberliegenden letzten Seite. Weil ich mir jetzt dachte, das muss ich noch schnell hier erklären. Sonst mache ich gleich einfach weiter und ihr könnt nicht weiter, weil ihr euch sagt, ja, nu. So. Stopp, der war schon zu viel. Abheben. Stricken. Abgehobene überziehen. So, und jetzt ist gleich die zweite Runde beendet. Ihr müsst insgesamt 14 Runden haben. Jetzt kommt eine Runde, die dritte Runde. Da wird nur drüber gestrickt. Da wird nicht abgenommen an dieser Stelle hier. Ja, da wird nur drüber gestrickt. Danach die Runde wieder abnehmen, wie ich es euch jetzt gerade hier gezeigt habe. Das ist dann die vierte Runde. In jeder zweiten Runde wird abgenommen. In der fünften, die ist die ungerade Runde. War ich jetzt richtig? Erste Runde haben wir abgenommen. Zweite Runde, nee, haben wir nicht, stricken wir drüber. Genau. Nee, gar nicht wahr. Was soll was labern? Ich war doch richtig. Ach, wir haben in der ersten Runde nur diese fünf Schlingen aufgenommen. Uiuiui. Also zweite Runde Maschen abnehmen. Dritte Runde drüber stricken. Vierte Runde Maschen abnehmen. Fünfte Runde drüber stricken. Und dann müsstet ihr so allmählich auch eure fünf Maschen, denn darum geht es hier, nur diese fünf Maschen wieder abgenommen haben. Ja? Nehmt da nicht mehr ab. Hier zwischen. Es dürfen nur fünf Maschen weniger sein. Wir haben jetzt schon zwei Maschen abgenommen. Da bleiben nur noch drei Maschen über, wenn ihr jetzt noch eine Abnahmerunde macht. Wie gesagt, Rundenende ist jetzt gleich und jetzt macht ihr da eine Runde ohne Abnahmen. Einfach nur rechts drüber stricken. Das ist dann die dritte Runde für euch. Die vierte wird abgenommen. Dann habt ihr nur noch eine Masche am Ende über. Und die eine Masche, die könnt ihr meinetwegen hier, nachdem ihr dann eine Runde wieder drüber gestrickt habt, nach der, was habe ich jetzt gesagt? Oh, nach der vierten, ne? Ja, nach der vierten Runde, die fünfte, drüber. Komplett rechts drüber. Und die sechste Runde ist es dann. Eine irgendwo hier mittig abnehmen. Das sieht man sowieso nicht, weil es unterm Arm ist. Einfach dann nochmal zwei Maschen zusammen rechts stricken und das war's. Danach wird nur noch rechts gestrickt. Die restlichen Runden, die euch dann verbleiben, rechts hoch. Insgesamt 14 Runden. Ja? Und in diese 14 Runden fallen eben halt diese Maschen rein, die fünf Maschen, die wir aufgenommen haben, die wir wieder abnehmen müssen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich jetzt meine. Also, ich versuche nochmal zu erklären. Zweite Runde Abnahme, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Dritte Runde drüber stricken. Rechte Maschen ohne Abnahme. Vierte Runde Abnahme. Fünfte Runde ohne Abnahmen.
Sechste Runde, letzte Abnahme, dann habt ihr eure 5 Maschen wieder weg. Und ab der 7. Runde bleiben euch dann mit der 7. Runde, nee, Moment, ab der 7. Runde bleiben euch dann noch 7 Runden, so, damit ihr die 14 Runden voll kriegt. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Sonst hier in die Kommentare rein. Ich helfe gerne. Kein Problem, wenn ich es euch jetzt nicht plausibel genug oder verständlich genug erklärt habe. Ich habe mein Bestes jetzt gegeben. Ich hoffe, es reicht, damit ihr es versteht, was ich meine. Gerade die Anfänger, ne? Die sollen das ja von Anfang an richtig lernen und nicht irgendein Müll von mir erzählt bekommen. Deswegen, wenn ihr es nicht verstanden habt, in die Kommentare rein. So, ich melde mich wieder, nachdem ich die 14 Runden gestrickt habe. Gutes Gelingen. Wer was nicht weiß, wer wem noch irgendwas unklar ist, Kommentarfunktion nutzen. Dankeschön. Bis zur Fortsetzung.